Siehst doch, wie sie sich den magernen Hals. Wir haben das voll abgesprochen, ne? Wo bin ich hier gelandet? Ich gehe am Ende des Tages hier raus und kann nur ins Spiegel gucken, sie nicht. Ich passe das alles nicht. Cora gegen Jenny. Ich bin Schmucksdesignerin. Es war Menschenjagd, was sie mit mir veranstaltet haben. Ich war schockiert und habe mich amüsiert. Und werde euch alle rauswählen, alle. Ich bin einfach vollkommen verrückt. Willkommen beim Beef der Promi-Frauen hier im Club der guten Laune. Cora macht doch ziemlich fiese Verschwörungstheorien hier die ganze Zeit. Das nächste, was mich dann eben noch zum Reizpunkt gebracht hat, war, dass mir von jemandem gesagt wurde, dass deine Nominierung, dass du dies nochmal kurzfristig anders überlegt hast. Ja, was? Maki, auf den Ton achten, Kleiner. Dass du eigentlich mich nominieren wolltest. Dir? Was meinst du? Oh, da ist aber jemand sauer. Das ist sehr gut. Wenn unsere Cora so ein bisschen sauer guckt, dann sieht sie fast so aus wie aus dem Film Joker. Die von Sat.1 sehen es natürlich pragmatisch. Immerhin ein prominentes Gesicht. Nein, stimmt natürlich nicht. Wir haben viele Promis. Und man merkt halt einfach, Cora kann halt die Abneigung Jenny gegenüber weniger verstecken als die gegenüber Menschen, die beim Penny einkaufen und nicht bei Käfer in München. Und Tasse Güllinge. Ja! Dass du eigentlich mich nominieren wolltest. When? Heute? Genau, aber aus rechtlichen Gründen kann ich dazu leider gerade keine Aussagen treffen. Ich dachte, du nimmst Cora. Fast. Wer hat das gesagt? Das sage ich dir nicht. Warum? Weil ich kein Arschloch bin. Ich möchte von dir keine extra Behandlung haben, nur weil wir Nein, dir gibt's gar keine extra Behandlung. Remember, this is a tactical spiel, this is a game. Regardless. And we're all in here to win. So. Klar. Ja. Aber bitte mit Zigaretten. Menthol! Und wie Marc das einfach abtut. Also wären diese ganzen Anschuldigungen genauso willkürlich wie die Fake Lashes von Vanessa. Früher bei seiner Tripper-Gruppe brachte es ihm übrigens immer noch ein schönes Trinkgeld ein, wenn jemand nach der Vorstellung eine Extra-Behandlung haben wollte. Und ich glaube übrigens nicht, dass alle da waren, um hier zu gewinnen. Joey zum Beispiel war garantiert auch nur hier, weil er mal ein paar echte Promis kennenlernen wollte. Ein Bierchen noch. Von ihm kommt auch das heutige Nachtgebet. Ich höre nichts mehr, sehe nichts mehr und rieche manchmal gut. Wie beichte ich euch das jetzt? Es ist mir fast ein bisschen unangenehm, aber ich finde den Lorenz richtig sympathisch. Ich glaube, er hat hier was verschüttet, das wäre blöd, weil wenn er einen Lappen braucht, der spricht gerade mit Cora. Und übrigens ist genau das der Unterschied zwischen Promis, die sich mit Alkohol zutrönen und denen, die irgendwelche andere Substanzen zu sich nehmen. Letztere können nämlich wegen der unsachgemäßen Nutzung der Nase nicht mehr gut riechen. Wir werden jetzt so ganz warm mit ihr. Ich auch nicht. Nee, weil sie halt einfach schon mal einen Gang zurückschalten sollte. Die Sache mit Marc. Wer weiß das? Nur die. Weil die das mitgekriegt haben. Geh ich mal von aus. Und jetzt guck mal, an wem Jenny dran klebt. Ja, keine Ahnung, die denken, wir sind übelst dumm alle. Wahrscheinlich gehen die da von sich aus. Ja. Ich weiß nicht, was die da auseinanderklügeln, aber ich habe mich hier einfach keine Lust anzubitschen. Du solltest dich was schämen, finde ich. Ich meine, das ist natürlich ein hervorragender Andockpunkt, denkt Jenny. Ja, da hat unsere Cora gerade mal einen ganz kurzen Moment nicht auf ihren Marki geguckt. Und wie sie einfach direkt guckt, hat er jetzt vielleicht so ein bisschen Herpes an der Lippe von Jenny? Herpes? Oder wie es damals bei Schwiegertochter gesucht hieß, Geschenk von Mutti. Und die Spieleredaktion von Sat.1 so, ey, wenn die nur einmal so viel Energie in die Spiele stecken würden wie ins Lästern. Good morning. Ja, gute Laune, das ist ja ekelhaft. Ich werde heute Clubchefin. Ich werde euch alle rauswählen, alle. Wenn du alle Männer rauswählst, ich gehe freiwillig mit raus. Ich möchte den Weiberalarm hier jetzt doch, du die musst ganze Zeit du musst. Ich weiß nicht, was ich da machen kann, aber das muss man stoppen, wirklich. After Zen, we have Frauenfinale. After Zen, I have really Nervenzusammenbruch. Ja, danke schön, liebe Jenny. Aber wie wäre es zur Not? Vielleicht musst du dich halt einfach umstellen. Und ganz ehrlich, mit Umstellen kennst du dich doch garantiert sehr gut aus. Du hast ja wirklich schon genügend Möbelhäuser eröffnet. Jenny hat sich ja wirklich schon immer gerne an andere Männer geklammert, auch an amerikanische. Sie denkt allerdings mit Reue zurück an Johnny Walker und Jack Daniels. Nein, nein. Nochmal, Jenny selbst hat gesagt, wenn man keine Witze drüber macht, gewinnt die Krankheit. Lass dann wir nicht zu. Guck mal. Guck mal, Ja, es ist Pole Dance. Vorsicht, was heißt. Aber das wird gleich schön. In meiner Meinung, das sieht immer schön aus. Wenn ihr eure Orgie später veranstaltet. Okay, später. Geh Kaffee trinken oder lernen Deutschwörter oder... Oder wie es in Fachkreisen heißt. Dann muss sie Deutsch lernen, wenn das daran liegen tut. Keine Pointe. Tut geben, tun, tut. Leute, jetzt hoffe ich ehrlich gesagt sehr, dass jemand von Sat.1 hier mal zuschaut. Wenn ja, bitte in den Kommentaren unten antworten. Ich pinne das auch an. Es hat schon jemand, Marc, gesagt, dass das hier Club der guten Laune ist und nicht Take Me Out, oder? Und ganz ehrlich, ich war kurz irritiert und dachte, Joey Heindl ist wieder da. Aber dann habe ich es gesehen. Julian hat das mit dem Wörterlernen
doch zu unserem Marc gesagt. Chefspiel! Darf ich lesen? Versuch dabei, deinen Mund geschlossen zu halten. Liebe Clubbies! Oh Gott. Ziel ist es, tablettweise Blütennektar befüllte Gläser durch den Hindernisparcours zu befördern. Heiliger Bimbam! Gott, ich bin jetzt schon ganz zittrig. Also damit habe ich nun auch nicht gerechnet. Wenn du nicht Alkohol beherrschen kannst, dann stell den Glas hin. Leck mich am Arsch! Übrigens, so wie die hier zittern, zittern normalerweise immer nur die Eltern der Bachelor-Kandidatinnen mit. Ich kann es verstehen. Es ist auch die einzige Möglichkeit, dass die Tochter sagen kann, ich habe den Bachelor. Wirklich die einzige. Sektgläser zittern und Jenny Elvers. Wir merken natürlich, die Aufgabe lastet einen, ja, wie eine Tonne Druck auf ihr. Umgerechnet in Botox und Silikon wären das übrigens 2,5 Cora. Sie nicht zurück zu meinem normalen Leben. Warum? Aber es ist auch nicht ganz so mein Ding. Wenn das so weit ist, ich gehe überall viele Banks einfach. Ich versuche nach einem anderen Land zu gehen, in dem mein Leben ist besser, wenn nicht, ich habe Chancen und so. Das ist viel cooler Weg, dass du kannst ausgehen. Kannst du in ein anderes Land gehen and start my life again, and that's geil. Deswegen bin ich auch nach Marbella gegangen. Ich bin ja auch ein Jahr einfach gesagt, dich Deutschland. Am besten von vorne und von hinten. Und genau. Entschuldigung, wenn mir jeden Tag Paparazzi forderte. Ich, ja, wirklich, ich habe nur noch meinen Sohn zur Schule gebracht und die sind mir hinterhergefahren zum Einkaufen. Ich bin irre geworden. Ja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, man nennt diese Leute Gerichtsvollzieher und nicht Paparazzi. Was ist in diesem Haus hier los? So schnell, wie die ihre Drama-Stories hier raushauen, sind sonst nur die Kerle aus den Sendungen, in der Vanessa normalerweise ist. Viele verstehen da Marc nicht so richtig und die Aussagen der anderen treffen ihn genauso hart wie Claudia Effenberg die Absage des Oktoberfests im vergangenen Jahr. Ich denke, viele Leute verstehen nicht, wie das ist für Leute wie uns. Wenn du hast Probleme und dein Gesicht ist an der Hauptseite von Bildzeitung, das ist nicht ein gutes Gefühl. Und ich und Jenny hatten so viele negative Schlagzeilen. Die haben sehr gewartet, dass ich irgendwann mit der Wodkaflasche wie Brigitte Nielsen im Park liege. Das war ja ihr Wunsch quasi. Ja, darauf, das wäre die Geschichte. Da ist sie besoffen im Supermarkt, kauft sie 10 Flaschen Wodka und alle, oh, ich hab das Bild, ich hab das Bild, ich. Es war Menschenjagd, was sie mit mir veranstaltet haben. Ich glaube, sie hat da was falsch verstanden. Heute ist Badetag und nicht in Selbstmitleid baden angesagt. Andererseits... Aber das sieht sehr klein aus. Da spricht sie jetzt von Marks Ego, der das eben durch solche Aktionen wie mit Cora und Jenny parallel aufpolieren muss. Oder doch von der Umzugsszene von unserem Marc. Jenny steht zu diesen wirklich krassen Schlagzeilen aus der Vergangenheit und kann sogar darüber lachen. Ganz großen Respekt dafür, weil genau das unterscheidet sie von so ziemlich vielen anderen schlimmen Reality-TV-Gestalten, die den Rest ihres Lebens damit verbringen, die Schuld bei anderen zu suchen. Hallo Jan Like und hallo Mike Sees. Übrigens hat mir Tessa genau dazu ein Interview gegeben. Ich verlinke euch das hier schon mal in der Infokarte. Diese berühmte Sendung. Was hast du da eigentlich gedacht? Was hast du da, als du da an die Sendung kamst? Noch. Ich war ja nicht die Erste und werde auch nicht die Letzte sein, die zumindest angetrunken in der Sendung saß. Wie? Nüchtern halte ich das hier nicht aus. Ich war aber brettervoll. Machen wir uns mal nichts vor. Ich bin so schön, also ich bin wirklich... Das ist so schön, hier zu sein. Ich habe das in der Sekunde gemerkt, kam an in der Maske und dachte so, nicht gut. Aber so, bist ja Profi, kriegst du hin. Die Maskenbildnerin von damals ist übrigens heute noch bei der Entzugskur. Und ich muss zugeben, mir ist bei den Ausschnitten jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Bei Berichten vom CSU-Parteitag reden die ja ganz genauso. Der Tag danach war auch der Horror. Es hat richtig gebrannt. So schlimm gebrannt hat es zuletzt übrigens nach Evas Dreamlit beim Bachelor. Leute, hier geht's gleich weiter, aber ich brauche euch. Wir sind hier bald 150.000. Das können wir aber nur zusammen schaffen. Deswegen jetzt ein Abo mit Glocke da lassen oder empfehlt mich weiter. Ich würde mich mega freuen. Und weiter geht's. Ups, Gott. Jetzt habe ich das Glas umgekippt. Toll. Mach super. Punk-TV. Super. Wir schenken gleich nach, Jenny, aber nur Wasser natürlich. Ich weiß, glaube ich, dass du mir da nicht böse drüber bist. Es war bei mir auch eine Mischung zwischen, ich war schockiert und habe mich amüsiert. War halt wie ein Unfall. So, man konnte nicht wegsehen, aber man musste irgendwie. Ja. Natürlich. Und habe gedacht, wie du da gezeichnet hast, zu meiner Lieblingsszene. Ich bin Schmucksdesignerin. Ich mache euch mal eine Ananas. Nein, das war ein Erdbeerring. Es ist dann die Kette dazu und ich mache das selbst. Das ist jetzt die Kette und das hier ist der Ring. Sekunde. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber ich glaube genau, diese Kette war vergangene Woche bei HSE24 das Angebot des Tages. Jenny hat das ja alles aufgearbeitet und ich glaube danach 2 Bücher geschrieben. Also damit eines mehr, als die anderen in ihrem Leben bisher gelesen haben. Wieder auf die Titi nachher. Es war eine Mischung zwischen, man war selbst ein bisschen. Wie reagiert man? Ich bin ja trotz meiner nicht vorhandenen Neugierde, bin ich sensationsgierig. Das liebe ich.
aus? Für mich jetzt rückblickend ist alles gut. Gab ganz viele Zeiten danach, wo es mir extrem scheiße ging. Also ich kam aus dem Entzug, aus der Therapie und dann ging mein Mann. 3000 Flaschen Wein unten im Weinkeller. Oh Gott. Im Haus allein. Und dann habe ich meine Mutter angerufen. Wir hatten ja so viel Paparazzi dauernd vor der Tür. Das Zeug muss hier raus. 3000 Flaschen im Weinkeller. Krass, also wären das Pfandflaschen gewesen, hätte man auf jeden Fall mal zwei ehemalige Love Island-Kandidaten zum Aufräumen engagieren können. Mama, das Zeug muss hier raus. Wenn es bei Bauersuchtfrau nicht geklappt hat und die Damen dreisterweise ihre Fotos zurückhaben wollten. Es ist ein Teil von mir und es wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich denke, ich kann da durchaus an der Stelle endlich einmal im Leben auch ein Vorbild sein. Ach, krass. Mhm. Das muss man erstmal alles durchstehen. Ja, ja. Und was ich ja krass finde, ist ja das Alkohol. Magnet für Kacke. Eine billige und pausenlose und überall verfügbare Droge. Ich muss mal einen Drink holen. Dass du das alles so absolviert hast und dass du heute fitter bist denn je, gut aussiehst. Oh. Ja, doch, muss man wirklich sagen. Jenny hat natürlich vollkommen recht. Dank ihres Vorbilds ist ihnen wirklich unzähligen Kinderzimmern der Glaube gereift, dass wirklich jeder und jede Schmuckdesignerin werden kann. Was hat Jenny also damals zu jedem Glas gesagt? Ja. Übrigens ist das auch die Default-Antwort von Cora Schumacher, wenn jemand mit einer Spritze in der Nähe steht. Der Gewinner von Bienchen Ballett, Sebastian. Ja. Überleg dir gut, wie du die beiden Team aufteilst. Ich denke auf jeden Fall, dass es so ein Spiel wird, wo man Fragen beantworten muss. Ich glaube, ich brauche Alkohol. Jetzt muss ich mich wieder einschleimen bei Sebastian. Das ist Meister. Dankeschön. Sebi, du siehst heute wieder so toll aus, so sportlich. Und ein Mann von Welt. Soll ich dir die Hemden aufbügeln? Soll ich dir den Penis... Ich hätte versprochen. Seit Sebastian nicht mehr den ganzen Tag vor Joey Heindle davonlaufen muss, kann er sich viel besser auf die Spiele konzentrieren. Natürlich hat Vanessa Panik vor Wissensfragen. Ich meine, wir kennen sie ja vor allem eben aus Sendungen, die auf Inseln stattfinden. Mit anderen Worten, sie ist halt auch eine von diesen Inselbegabten. Und jetzt ist bunte Stunde. Überlegt euch eine bewegende, lustige oder sehr persönliche Geschichte. Zieht euch warm an. Wir haben immer alle gesagt, das war ein süßer Junge. Da haben die mich nämlich mitgemobbt. Weil ich keine Titten hatte und nix. Dann sagst du einfach. Was ist dann die Pointe? Nippel sind für alle da. Das ist die Pointe, schreib auf. Egal welche Größe. Ach, Wonderbra. Ihr seid verrückt. Wo bin ich hier gelandet? Völlig egal, wie tief die Narben von damals sind. Wenn man Kuras Narben so sieht, hätte man ihr vielleicht sagen sollen, dass Doktor auch einfach ein Vorname in Bratislava ist. Oh, hier wieder so eins dieser Scheißformate, wo irgendwelche Kackpromis mitmachen und den Seelenheilen auspressen. Nicht mit uns, Bitch. Verstehst du? Wo ist denn der Bus zum Kampf der Reality Stars? Das Darmgedicht. Ich fass es alles nicht mehr. Kinder, zieht euch warm an. Der Gelde greift den Darm an. Gänsehaut schlägt nun schon Rippel. Opa, jetzt du. Noch nie so steif waren jetzt den Nippel. Sie mit ihrem Opa aus dem Osten und es ist ja alles zum Schreien. Sie nervt einen irgendwann ein bisschen immer. Die verklage ich. Und einfach vollkommen verrückt. Und das finde ich unglaublich toll. Kleine Korrektur. Bei Kampf der Reality Stars sind das eben keine Figuren aus dem Puppentheater, also die da mitmachen, sondern eher so Voodoo-Puppen. Und Leute, nach dem Karaoke-Wettbewerb bräuchte ich tatsächlich jetzt hier zum zweiten Mal, dass Emmy Russ nicht am Start ist. Die hätte garantiert schon alle Batterien aus den Mikros geklaut. Aber sind alle talentiert. Hier wird gerade gelogen. Die kleine Cori wollte einfach ihren Prinzen finden. In der Schule haben sie immer gesagt, kein Arsch, kein Tittchen, wie Schneewittchen. Das bedeutet mir persönlich natürlich sehr, sehr viel, weil es eine wahre Geschichte ist. Ist zum Schönheitschirurgen gegangen. Nein, überhaupt nicht. Es kann sein, dass das durch die Haarfarbe, durch das helle Blond alles viel mehr zur Optik kommt. Dann hat der Martin mich so angeguckt und sagte zu mir, das ist echt billig. Billige Nummer. Ja, ich würde dich sofort heiraten, aber ich bin ja schon vergeben. Das hat richtig gut geklappt und das war nicht zu erwarten. Immerhin hatten sie hier mehr Zuschauer als jemals zuvor bei ihren Auftritten. Kurzer Reminder, salziger als Coras Tränen waren übrigens damals nur die Rechnung von Ina A. Ogusmann bei Promi BB. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Du glaubst aber, hier gibt es schon Allianzen? Achte mal ein bisschen mehr auf Marc. Achte mal ein bisschen auf Jenny. Mhm. unsere Bettnachbarschaft. Meinst du, das ist Taktik?
wenn er sich meiner Stimme sicher ist, dann soll er das auch bitte schon weiterhin glauben. Das ist mal alles wurscht. Weiß jemand von euch, was seit ein paar Tagen mit unserer lieben Cora los ist? Nichts mehr mit guter Laune, nur noch irgendwie schlecht drauf. Man nennt sie in Fachkreisen schon das Tages-Make-up von Desiree Nick. Verifiziert. Ja, also die Bettnachbarschaft war tatsächlich Taktik, liebe Cora. Allerdings halt von dir, denn du warst ja diejenige, die Marc ja förmlich hier ins Bett gedrängt hat. Lorenz hat auch eine Allianz, allerdings dürfen die ganzen Bierflaschen, mit denen er ständig zu sehen ist, leider nicht abstimmen. Was meinst du, wie sie jetzt alles da draußen das Mund reißen? Die haben das voll abgesprochen, ne? Ja, das habe ich nämlich auch. Siehste, habe ich dir gesagt. Ja, unnormal. Ja, oh, jetzt kriege ich richtig Gänsehaut. Dann hätte ich es halt im Vorfeld nicht erzählt, dass man halt so dick befreundet ist. Ne? Das war ein bisschen dümmlich. Also Männer sind sowieso sehr dümmlich beim Schauspielern und sehr dümmlich beim Lügen. Unfassbar. 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 Hm? Vielleicht stimmt's auch nicht, aber die schauen sie auch immer an, wenn irgendwas ist. Wir müssen das mal beobachten. Das ist, so sag ich doch die ganze Zeit. Ich sag's doch, Julian. Mal in den letzten Dingen, wer hat sie wo gewählt? Ich meine, mir ist egal, die können schon eine Strategie machen, aber dann machen wir auch eine. Cora wundert sich total, dass Männer nicht richtig schauspielen können. Dabei hat sie ja wirklich schon so vielen was vorgemacht, dass die eigentlich jetzt wissen müssten, wie das geht. Komm, hier, strengt euch doch mal an. Auf geht's, Männer. Genau. Wie oft Manuel das vorher schon gesagt und dabei Knieschoner getragen hat. Marc wird sich irgendwann Jenny oder ich. Er wird sich für eine Nutte bestellen, bezahlen, die nicht fängt. Wird irgendwann mal. So, deswegen ist die Jenny doch die ganze Zeit. So, Marc. Spiele das first aus. What comes around in Thailand, stays in Thailand. Verstehst du? Also, kaum ist Jenny da, schlawenzelt der um mich rum, wenn Jenny nicht da ist. Also, oder wenn Jenny es nicht sieht. Vielleicht musst du einfach mal fummeln, damit was weitergeht. Boah, du bist. Möchtest du mal eine Flöte spielen? Wow. Oh je, ich glaube, jetzt gibt es Ziegenkrieg. Stimmt, genau. Wir sind hier auf einer Art Ziegenfarm, mit anderen Worten, bei Joeys Verwandtschaft. Welchen Satz wird Cora niemals sagen können, wenn sie weiter an Marc dranbleibt? Ich höre intelligenten Männern gerne zu beim Reden. Ach schade, das heißt, sie guckt also nie meine Videos? Müssten diese Männerkonstellation irgendwie auseinanderbrechen. Sebastian muss austreten. Das ist Marks Gelegenheit für einen Blitzbesuch bei Tagfrau Jenny. Darin bin ich gut, dass alle mich hassen. Theresia ist wirklich genau die richtige Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, Männerkonstellationen aufzubrechen. Wo sie auftaucht, lösen sich Gruppen in der Regel ganz automatisch auf. Ach guck, nur der Marc hüpft also von einer Frau zur nächsten. Erinnert ihr euch noch ans Dschungelcamp? Schwanger werden kannst du nicht, ne? Schwanger werden kann ich nicht. Und nachdem Marc das vor dem Fernseher gehört hat, hat er sich direkt bei einem Transgender-Flirt-Portal angemeldet. Setz dich hin, Theresia, bitte. Er ist jetzt ja auch nicht jemand, der besonders lustig ist. Ja, entspannt, Bro. Auf gar keinen Fall. Natürlich habe ich mir auch viel Gedanken gemacht, wobei es relativ schnell ging, muss ich sagen. Team Grün, Marc. Cora, du hast eine gute Chemie mit. Marc. Ich glaube, ich brauche gleich eine Zigarette. Lorenz. Martin. Mein Team, Vanessa. Julian. Herzlichen Dank. Ich baue auf dich. Ja, ich baue mich auch auf dich auf. Geh ja dahin, wo die Einflussreichen sind und kaum hat einer keinen Einfluss mehr. Auf Wiedersehen, Ciao, Kakao. Theresia. Jenny. Naja, also die gute Chemie, die Sebastian dazwischen Cora und Marc beobachtet hat, die gibt es eigentlich nicht mehr. Hätte man wissen können, immerhin hat Marc das mit den chemischen Substanzen hier aufgegeben. Natürlich steckt sie sich jetzt erstmal eine Zigarette an. Nicht um zu rauchen, sie sendet Rauchzeichen in Richtung Julia Siegel, um sich Tipps zu holen. So, jetzt geh in die Küche, mach Kaffee, was Frauen so machen müssen. Digga, wir müssen das gewinnen. Ich meine, das ist ganz ehrlich. Wer will, dass wir beide heute hier stehen? 100%. Du und ich. Ja. Einer von uns muss heute gehen. Das wäre witzig und glitschig. Wait, here she comes. Here, ladies, da. Gewagte Nummer, euch zusammen zu packen. Na ja, na. Dann hat man jetzt schon hier. Ich liebe dich, Schatz. Hey, aber ich hab dir gerettet. Theresia trägt ja ein Shirt mit dem Herbert drauf. Marc dagegen hat das schon vor langer, langer Zeit aufgegeben, sich Shirts mit seinen liebsten ja Bettkuschelpartnern drucken zu lassen. Sein Kleiderschrank ist einfach nach kürzester Zeit aus allen Nähten geplatzt. Und wie schön, zwei abgehalftete Sänger hier auf der Couch und eine ja, aufdringliche Blondine davor. Ist schon wieder Fernsehgartenzeit. Bist du happy mit deinem Team? Was mit dem arbeiten, was man hat? Das habe ich eigentlich gut bei dir, wenn ich mir jetzt richtig Mühe gebe für dich. Ich mag dich sowieso. Oder würdest du nächstes Mal vielleicht jemand anders retten? Ja, definitiv. Wen würdest du als meine Konkurrenz definieren? Jenny. Ach, guck mal.
Jenny. Ist hier übrigens gerade aufgefallen, dass Jenny und Cora wohl nicht die einzigen Frauen sind, die in Marks Herzen sind. Ja, oder warum hat er auf dem Oberarm immer noch ein Tattoo von Gina Lisa? Es ist so komisch. Cora hat doch eindeutig erkannt, dass es in Marks Augen gefunkelt hat. Na stimmt, Cora, es ist halt einfach ungeklärt, ob das vielleicht Tränen waren oder doch Angstschweiß. Die Farbkombi des Mustertischs soll reproduziert werden. Die Clubbies müssen sie sich einprägen und am Teamtisch nachlegen. Heute geht's um unser Köpfchen. Ich will hier weg. Bist du derjenige, der anfeuert? Ja, auch schön. Oder diejenige? Ich habe heute ein unsagbares Glück. Ich bin das, was ich am besten kann. Ich bin einfach Nackttänzerin. Schön. Oh je, das klingt also nach Syphilis. Das ist ähnlich wie Syphilis. Was? Syphilis-Arbeit? Wo ist Carina Spack, wenn man sie einmal braucht? Ach, wie schön, ne? Sie halten zusammen. Das ist so deep. Noch tiefer sind nur Coras Ansprüche. Leider. Aber Glückwunsch. Jetzt müssen sie ja wahrscheinlich gleich auf allen Vieren rumrobben, um ihre Karriere anzukurbeln. Komisch, es ist kein Dieter Bohlen weit und breit zu sehen. Nein, ich hab nicht. Die sind schnell, Martin. Die sind schnell. Die sind schnell, ja. Jetzt nur keine Müdigkeit vorschützen. Ja! Hier! Fertig! Fertig! Das Publikum ist aus dem Häuschen. Team Pink! Fertig! Team Grün, 92 richtig gelegt. Team Pink, 98 richtig gelegt. Mist! Wir haben gewonnen, gewonnen! Und das allein mit Hirn und Frauenpower! Yeah! Was ein Zufall. 98 richtig gelegt, also knapp am Ergebnis vorbei. Also genauso wie die Promis hier immer knapp an sowas wie einer Karriere vorbeischrammen. Jetzt wird's eng. Hoffentlich kennt ihr alle die Trash-Regel Nummer 1. Du darfst einfach keine Feinde hier haben. Dann hoffen wir einfach mal, dass hier kein Mathebuch in der Villa rumliegt. Aber es stimmt schon, hier traut ja wirklich niemand mehr irgendwem. Als Chef hast du nun die Aufgabe, zwei Clubmitglieder aus Team Grün zu benennen. Lorenz und Martin. So, Team Pink entscheidet heute Abend, wer aus dem Club der guten Laune ausziehen muss. Der Mart, der ist da schon, ich drück's jetzt mal einfach nett aus. Ein Mist. Bügel einfach deine Worte. Oh, thank God. Thank Jesus. Ich hätte es auch ganz gruselig gefunden, wenn Mark mit auf der Nominierungsliste gewesen wäre. Na eben, ne? Muss man nicht verstehen. Aber da geht's halt immer drum. Wer hat den längeren? Ich. Tja, Mark lässt also Cora hier fies hängen, kennt sie ja noch aus dem Schlafzimmer mit ihm. Die anderen müssen sich jetzt also zwischen Martin und Lorenz entscheiden. Die Frage lautet jetzt, wollen sie also jemanden in der Villa haben, der bei den Spielen eigentlich nur als Maskottchen fungiert? Der Vorteil wäre natürlich, wenn er bleibt, dass im Kühlschrank wenigstens ab und zu eine Flasche Bier zu finden ist. Verstehe, was Jenny gerade zu mir gesagt hat am Tisch, hast du es mitbekommen? Nee. Sie wüsste ja meine Schwachstellen genau. Sind die Wimpern noch dran? Dein Ernst? Doch. Bei dir wüsste ich es auch. Das war vor die Kriegsansage. Jetzt hängt sie im Markt die ganze Zeit am Hals. Ganz ehrlich, die hat wen zu Hause sitzen. Ja? Macht hier die ganze Zeit einer Freundin und kommt mir jetzt mit so einem Spruch? Kinder. So ganz kann ich es nicht verstehen. Ich meine, Cora scheint ja wirklich eine taffe Frau zu sein. Wovor hat sie Angst? Vor schlechtem Geschmack ja offensichtlich schon mal nicht. Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, dass es jetzt nicht sonderlich schwierig ist, Coras Schwachstellen herauszufinden. Männer mit Reality-Erfahrung, vorzugsweise etwas proletenhaft. Können die jetzt vielleicht alle in die echte Villa schalten und den Kindergarten hier wieder verlassen? Zumal wenn ich weiß, dass du da mit irgendeinem so Typen da sich gut verstehst. Weißt du, man ist befreundet, man erzählt sich privat Sachen. Man kennt die Schwachstellen des anderen. Ja. Und das dann als Waffe, wenn du befreundet bist, gegen dich zu verwenden, das finde ich schon machbar, aber was weiß ich schon? Ganz harten Bitch-Move. Aber meinst du, das war eine, als Waffe gedacht? Nö, ja klar, das war eine als Ansage, aber das soll so ruhig durchziehen. Ich gehe am Ende des Tages hier raus und kann noch in den Spiegel gucken, sie nicht. Das trifft aber übrigens nicht nur auf Cora zu. Lorenz kann natürlich auch in den Spiegel gucken, wenn er rausgeht. Allerdings sieht er sich da doppelt. Ob Cora da jetzt nicht falsch liegt? Falsch liegen ist ja Standard bei ihr. Für mich ist das ein Stück weit link und unloyal. Aber die macht immer so, danke. Okay, die weiß, dass wir uns gut verstehen. Wie nochmal? Nochmal, man kann's, ja, das macht sie ja überall. Wie kommt diese Frau eigentlich in der Welt klar? Ich mag das nicht. Aber was ich nicht verstehe, ist, oder Marc nicht nominiert worden ist. Ja, das verstehe ich auch. Das hätte fix damit gerechnet. Leute, das ist eine Premiere für uns. Das erste Mal, dass wir alle auch etwas nicht verstehen, was Vanessa nicht versteht. Ach, der arme Marc. Er ist natürlich davon ausgegangen, dass es Cora nur interessiert, ob etwas steht. Und jetzt muss er erklären, wie er zu etwas steht. Es ist super spannend. Die bohren hier alle hartnäckiger als Matthias Mangiapanes Zahnarzt beim Einsetzen seiner Keramikleiste. Ich weiß ja auch nicht, was Marc für Intentionen
mit sich führt. Also ich habe da auch irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Ich mag den Marc sehr. Und dann hat Jenny nochmal nachgesetzt und es hat mich eben sehr verletzt. Meine Frau ist ja bisexuell. Ich weiß auch, wo deine Schwachpunkte liegen. Von hast du auch mal Zitronen? Weiß ich nicht, am Tisch ist ja fast die Farbe aus dem Gesicht gefallen. Hat mich auch ein Stück weit sehr verletzt. Also wenn das hier wirklich der Club der guten Laune ist, dann hat die Reiseleitung die Cora versehentlich ins falsche Hotel gebucht. Zwei Frauen streiten sich um einen Kerl. Ich komme vor wie bei der Bachelor. Hä? Sorry, aber beim Bachelor riecht's nach billigem Parfüm. Hier eher nach Insolvenzverfahren. Versuch das wirklich mit ihr zu klären. Wenn deine Freundin, die ja vor versammelter Mannschaft mitteilt, dass sie deine Schwachstellen kennt und sie auch gegebenenfalls gegen dich einsetzen könnte. Ja, das ist doch aber keine Freundin. Das ist dir doch selber erklärt. Ja. Also auf das Niveau würde ich mich in dem Fall nicht herablassen. Auf so halb und halb. Weil ich genau weiß, dass Jenny den Kürzeren ziehen würde. Du siehst doch, wie sie sich den Magen in den Hals. Sie meint, dass sie mich damit triggert. Tut sie ja wohl nicht. Marc will hier einfach so viel wie möglich lernen, also kennenlernen. Nein, Leute, um Gottes Willen, Cora ist nicht getriggert. Es fällt ihr wirklich leicht, darüber hinwegzusehen und an etwas anderes zu denken als an Marc. An Jenny zum Beispiel. Also da bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wie sieht das denn aus aber mit einer monogamen Beziehung? Was heißt das monogam? Ja, dass du die Ziegen in Ruhe lässt, aber bei unserem Marc halte ich das leider für ausgeschlossen. Das sieht mega aus. Really, sexy. Das sieht wirklich gut aus heute. Jeden Tag. Ja, stimmt. Oh Gott. Wenn wir verrückt wäre, ich verrückt. Bist du deppert? Lorenz. Ich liebe dich trotzdem. In meinen Augen ist er einfach einer gezielten Strategie zum Opfer gefallen. Dieses wahllose Verteilen von den immer gleichen Komplimenten lässt mich zumindest dran glauben, dass Marc die vergangene Staffel der Bachelor gesehen hat. Oh, ein Mückenstich. Oder wie Marcs unzählige Ex-Freundinnen sagen würden. Knickknack. Mit Marc. So viel Zeit muss sein. So, weiter geht's jetzt hier bei der Verkündung. Lorenz, ich habe gedacht, du bist einfach eine Hohlbirne aus Mallorca. Martin, ich finde niemanden so skurril wie dich. Du bist so eine merkwürdige Figur. Deswegen, lieber Lorenz, muss ich leider dich wählen. Der absolute Horror. Ganz häufig hat man ältere Männer, die andere Frauen ankrapschen. Was ist los? Du hast Respekt. Das war richtig rührend. Lorenz, du bist auch so ein Freak wie ich. Ich konnte ihn einfach nicht rauswählen. Das ist für mich einfach eine Theresia in männlich. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Nur weil Lorenz nominiert ist, hat sie ja wirklich keinen Grund dafür, ihn zu beleidigen. Es tut mir wirklich leid. Der Tontechniker von Marcs Band Team 5 nach dem Einsingen. Habe ich mich dafür entschieden, dass Lorenz heute den Club der guten Laune verlassen muss. Tut weh. Endlich bin ich die Loshalle. Lorenz' Medienkarriere geht natürlich weiter. Er widmet sich jetzt ganz anderen wichtigen Dingen beim Fernsehen, dem Umschalten. Eifersucht aus Loading, dafür müsst ihr einfach auf den Abo-Button mit Glocke drücken, dann verpasst ihr keinen Trash mehr und ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben. Die ganze Folge gibt es bei sat1.de und auf Join, verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Hier ist Jenny eingezogen und Cora hatte so überhaupt keinen Bock darauf. Klickt hier rein. Und hier eine Anzeige für Jan Like. Das Interview mit Tessa und sie teilt knallhart aus. Lohnt sich sehr, klickt rein. Viel Spaß mit allem und dann sehen wir uns gleich hier.